Ich denke, ich muss doch meine Meinung vertreten können, auch wenn es anderen nicht gefällt. Ich sage immer, gilt man in Deutschland schon als rechts, nur weil man regelmäßig rechte Dinge sagt? Eben, ja. Trifft sich heute eine kleine aufrechte Gruppe. Sie sind die letzte Bastion gegen den grassierenden Tugendwahn und die ständigen Denkverbote des Gutmenschenterrors. Und sie sind garantiert nicht rechts. Die Heute-Show lässt die AfD heute ausreden, denn wir haben den Mut zur Wahrheit. Heute Morgen wurde in den Nachrichten, wurden die politischen Aschermittwoch aufgeführt. Aber die AfD wurde gar nicht erwähnt. Aber jetzt, wir sind doch live drauf jetzt. Wir sind jetzt live im ZDF. Die AfD wurde gar nicht erwähnt. Ja, jetzt können Sie doch sagen, erwähnen Sie es doch jetzt. Jetzt ist ja Mittwoch. Wir sind live auf Sendung jetzt. Ja, jetzt ist ja Mittwoch. Aber was wollen Sie denn sagen? Ich will damit sagen, dass die AfD von den Staatssendern nicht erwähnt wird, unter den Tisch gefallen gelassen wird. Zum Beispiel ohne die hat von Afrika ein Patenkind. Ja. Dann ist die Mutter und mit dem Kind hierher gekommen. So ist alles in Ordnung. Mittlerweile wohnt die ganze Sippschaft schon da. Das meine ich. Wohnt die ganze Sippschaft schon da. Das meine ich. Wollen Sie eigentlich wirklich ins EU-Parlament? Ja, würde ich sagen. Aber Ihnen ist schon bewusst, dass da überwiegend Ausländer sitzen, ne? Ja, was heißt Ausländer? Ja. Die sitzen ja fast überall schon. Aber haben Sie nicht den Eindruck, dass die Staatsmedien die AfD hassen? Das müssen Sie beurteilen. Ich habe den Eindruck nicht. Ach so, ja, wir hassen Sie. Sie sind ja ein Verfechter der Familie. Aber was ist, wenn eine Familie jetzt sehr, sehr dumme Kinder hat? Sollte man die ausweisen? Ausweisen? Die Kinder. Die weisen nicht nach dem Intelligenzquotienten aus, um Gottes Willen. Nein. Nein, natürlich nicht. Und wenn die nicht nur sehr, sehr dumm sind, die Kinder, sondern auch sehr, sehr homosexuell? Also was sind das? Berichten wir, die Medien, deshalb so negativ über die AfD, weil wir neidisch auf ihren Intellekt sind? Das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass da eine Voreingenommenheit herrscht, weil die meisten, die da berichten, sich nicht wirklich mit der AfD auseinandersetzen. So wie ich. Ich habe mich jetzt auch gar nicht vorbereitet, tatsächlich. Weiß ich nicht. Nee, hab nicht gar nichts vorbereitet. Haben Sie jetzt genau zugehört? Nee, auch nicht. Können wir kurz da hin? Ja, noch ein kleines Stück. Genau, hier in die Ecke. Super. Ich wollte nur mal gucken, ob man sie in die rechte Ecke drängen kann. Funktioniert ganz gut. Ach so. Was macht Akademiker eigentlich zu den besseren Menschen und warum will der Pöbel das da draußen einfach nicht kapieren? Die Akademiker sind keine besseren Menschen und Pöbel draußen gibt es nicht. Das ist eine Erfindung des ZDF. Also ich würde mich tatsächlich schon als Pöbel bezeichnen. Tatsächlich, ja, dann mache ich das auch. Ich denke, ich muss doch meine Meinung vertreten können, auch wenn es anderen nicht gefällt. Ich sage immer, gilt man in Deutschland schon als rechts, nur weil man regelmäßig rechte Dinge sagt? Eben, ja. Rechts ist nicht gleich rechts, habe ich rechts? Ja, genau, haben Sie recht. Aber bei der AfD wird Meinungsfreiheit großgeschrieben, oder? Richtig. Das kann jeder sagen, was er will. Im Großen und Ganzen. Ja. Wahrscheinlich ein Vertreter dieser linken Staatsmedien. Kuschelstimmung ist vorbei, Freunde. Ich hoffe, ja. Ihr bringt wirklich die guten Ausschnitte auch, ja. Hier in dem Beitrag. Ja. Worauf Sie sich verlassen können. Das ist gut. So, Aufnahme. Piep. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So, müsste jetzt für immer reichen.